Hallo und herzlich willkommen zu Prince of Persia The True Thrones. Ja, das Abenteuer geht in die dritte epische Runde und ohne viele Umschweife werden wir sofort anfangen mit einem neuen Spiel und natürlich wieder auf normal. Und dann schauen wir uns auch das Intro mal an, was jetzt auf uns zukommt. Wir alle machen Fehler. Manche sind klein, andere groß. Aber sein Fehler, geboren aus Einfalt und kindlichem Stolz, war der größte und schrecklichste von allen. All eure Habe gehört eurem Schicksal nicht entkommen. Manche glauben, der Prinz kam von der Insel der Zeit, wo er dem Tod zu entrinnen suchte, allein zurück. Das Amulett zerstört, der Dahaka besänftigt, die Herrscherin tot. Endlich war der Prinz frei. Aber so ist es nicht gewesen. In Wahrheit hat er mich vor meinem Schicksal gerettet. Dadurch hat er mich befreit. Und uns alle verdammt. Prinz. Von allen möglichen Schicksalen war dies das vielversprechendste. Aber etwas hat sich verändert. Sorgt euch nicht, Kailina. Kein Leid wird euch in Babylon widerfahren. Glaubt mir. Seht, wir sind beinahe zu Hause. Nein! Während unser Schiff sinkend im Hafen lag, fand sich der Prinz in einer Stadt wieder, die in nichts dem Ort glich, den er einst kannte. Der sonst so geschäftige Pier lag verwüstet da. Blutige Markisen und zerborstene Türen waren die einzigen Zeugen seiner Ankunft. Und die Menschen, Händler, Bettler, Fischer, niemand war zu sehen. Man hatte sie von hier vertrieben. Lasst sie los! Ja, und damit beginnt auch das Abenteuer schon für uns. Kailina ist im Intro etwas älter geworden, wie ich finde. Zumindest hatte sie graue Haare und unser Prinz sieht auch etwas anders aus. Und ja, ich versuch's zumindest erstmal mit der Tastatur. Und ich muss dazu sagen, Blind Run. Der Prinz bahnte sich einen Weg durch den zerstörten Stadtteil, heimgesucht von Bildern der Vergangenheit. Die Hafentaverne, in der er so viele Nächte verbracht hatte, zu Asche zerfallen. Babylons stolze Flotte, deren Ankunft er stets ersehnte, sie lag zerschmettert auf dem Grund des Euphrat. Na, das hört sich ja nicht wunderbar an, oder? Also, ich finde eher weniger. Okay, wir sind mal wieder der Prinz. Wir haben, erstmal die alten Fähigkeiten und wir haben keine Waffe, was doch etwas ungünstig ist, oder?
Und wir haben noch gar keine Lebensanzeige oder sonstiges, also denke ich mal, tja, es wird mal wieder das der Einführungsbereich sein. Das Tutorial. Naja, kennen wir ja schon. Ui, wir können auch wieder an Wänden laufen. Ja, wir können auch wieder an Wänden hochlaufen und uns nach rechts und links darauf bewegen. Oh, da oben wird gekämpft. Da wird hart gekämpft. Und uns loslassen können wir auch wieder. Wuhu! Leiter an. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel niemals beendet. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? Ja, wie gesagt, niemals beendet, da mich die Steuerung etwas, wie soll ich sagen, genervt hat, um es mal nett auszudrücken. Oh, cool. Wow, wir sind schon das erste Mal gestorben. Wuhu! Sehen wir sofort den Game Over Screen. Ja, natürlich möchte ich es erneut versuchen. Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? Ja, das werden wir rausfinden, mein lieber Prinz. Aber erstmal müssen wir hier ja weiter nach oben kommen. Ach, verdammt, ich hätte nochmal die Leertaste drücken müssen. Na, was für ein epischer Anfang. Hey, zweimal im Tutorial-Level gestorben. Das Spiel verheißt nichts Gutes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Ja, Prinz, du könntest auch aufhören, immer wieder dasselbe zu sagen. Das wäre echt nice. So, ich denke, ich muss so und so und so sollte das machen. Laufen, tun, haben. Ja. So sah das jetzt zumindest etwas besser aus. Und jetzt? Okay. Wie gesagt, blind. Also, naja. Seid mir nicht böse. Wow. Okay, dass der Sprung jetzt hingehauen hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber er hat hingehauen. Oh, wunderbar. Alles ist ja ein bisschen düsterer und böser geworden. Es gibt aber auch mehr helle Stellen, da Ubisoft mitbekommen hat, dass die Fans von Teil 1 und Teil 2 gesagt haben, es gibt immer viel zu dunkle Stellen. Besonders der Teil 2 war ja sehr düster und sehr blutig gehalten. Und deswegen wurden eine gute Mischung aus Teil 1 und Teil 2 gemacht. Ja, die Brunnen sind mal wieder da zum Speichern und die werde ich auch fleißig nutzen dürfen. Oh, was war das? Drücke Q. Können wir uns schon mal das Gebiet anschauen. Das ist natürlich eine coole Sache. Besonders dann, wenn ich mal wieder nicht weiter weiß, was wahrscheinlich des Öfteren vorkommen wird. Oh, da vorne war ein Gegner. Warum mangelt es mir immer dann an einer guten Klinge, wenn das Schicksal zuschlägt? Nun gut, besser als nichts. Was macht der Prinz da? Eine neue Fähigkeit. Wir können einen Speedkill ausführen. Jedes Mal, wenn der Dolch leuchtet, soll ich zuschlagen. Oh, von wegen nicht brutal oder so. Nein, ganz so gar nicht. So, kann ich den da hinten auch irgendwie so Speedkillen? Ach, der geht automatisch dann so in die Hocke. Das ist natürlich nice. Wir haben Splinter Cell hier. Wir dürfen uns anschleichen an die Gegner. Wir dürfen sie damit erledigen. Und wir haben endlich zwei Waffen. Das ist doch vielleicht viel angenehmer. Gut, wo wird's wohl weitergehen? Na, laufen wir mal hier lang. Mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Ja, laufen, springen, ducken. Er hat nichts verlernt. Er hat nun... Das Speedkill-System wurde neu eingeführt. Also er hat das Speedkillen gelernt. Gefällt mir gerade sehr gut. Ich bin gespannt, wie viele Kombos es mit dem Speedkill gibt. Oh, ist da drin schon mal vielleicht Sand? Nö, schade. Irgendwie ist die linke obere Anzeige etwas verbuggt. Feinde können in meinem Gebiet hin und her patrouillieren. Ja, sehe ich. Aber auch dich werden wir wieder Speedkillen. Haha. Na, das gefällt mir gerade sogar sehr gut. Das macht Spaß. Gut, Leute, aber wie wir uns weiter in Babylon vorankämpfen und das Tutorial-Level beenden, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin der 9680. Wir spielen Prince of Persia, The True Thrones. Bis dann.